Hallo meine Lieben, ich habe ganz fleißig gesammelt und zwar Sachen, die ich aufgebraucht habe. Ich habe die hier alle mal in einem Karton aufbewahrt und ich bin froh, dass ich dieses Video jetzt drehen kann, weil ich will die Sachen echt so langsam mal wegschmeißen, weil man braucht schon leere Produkte zu Hause. Und dann legen wir doch mal los. Als erstes habe ich hier ein Deo und zwar ist das vom Playboy. Play It Lovely und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das zu Hause rumstehen hatte. Und kennt ihr das? Ihr habt zum Beispiel ein gut riechendes Deo und ein schlecht riechendes Deo. Und das gut riechende ist immer direkt leer, weil ihr es ständig benutzt und das schlecht riechende liegt ewig bei euch zu Hause rum. Und ich mochte den Geruch hier wohl überhaupt nicht. Aber ich finde es auch blöd, es einfach wegzuschmeißen. Deswegen habe ich es jetzt auch zu Ende verbraucht. Und es riecht halt total süß. Also das würde ich mir definitiv nicht nochmal kaufen. Dann habe ich hier mein Balea Totes Meersalz Ölpeeling. Ich glaube, davon habe ich sogar zwei in letzter Zeit leer gemacht. Benutze ich sehr gerne in der Dusche zum Peelen und es riecht auch super, super gut. Ihr könnt aber auch euch ein Peeling selber machen. Dazu verlinke ich euch ein Rezept hier unten in der Infobox. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Aber wenn man dazu zu faul ist, dann finde ich das wirklich gut und kann man weiterempfehlen. Und das werde ich mir wahrscheinlich auch nachkaufen. Dann habe ich noch ein Shampoo leer gemacht. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich immer die Sachen von Alverde benutzt. Und das hier ist das Volumen-Shampoo mit Olive und Henna. Und das fand ich auch gut, aber ich benutze gerade noch das Shampoo von Dr. Shedu. Darüber habe ich ja auch eine Review und so gemacht. Findet ihr auch alles unten in der Infobox. Und das hier, das war jetzt noch für eine Portion. Für einmal Haare war schon mal noch was drin, deswegen habe ich das gerade leer gemacht. Aber gerade benutze ich trotzdem das von Dr. Shedu und das mache ich jetzt erstmal leer und schaue dann, bei welchem Shampoo ich bleibe. Dann habe ich noch mein Trockenshampoo leer gemacht und ich glaube, ich habe davon auch noch ein leeres zu Hause irgendwo. Oder ich habe schon weggeschmissen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall benutze ich das echt oft und das habe ich ja auch in meinem letzten DM-Haul gezeigt, wo ich es mir schon wieder nachgekauft habe. Also das benutze ich wirklich sehr, sehr oft. Einfach mal, wenn man wieder so ein bisschen frischere Haare will oder die noch einen Tag länger offen lassen will und so. Und dann benutze ich immer dieses hier von Balea. Dann habe ich dieses... Huch, da hängt ein Haar dran. Dann habe ich dieses Kokosöl leer gemacht. Das hier ist von Dr. Görg. Ja, ist ein ganz normales Kokosöl. Kann man zum Kochen oder zur Körperpflege oder Haarpflege benutzen. Und ich habe das jetzt mal leer gemacht. Ich bin super zufrieden gewesen damit. Ich habe mir jetzt auch ein neues Kokosöl gekauft, allerdings eines aus dem Thailaden. Und das ist mindestens genauso gut. Und wenn man mal vergleicht, das hier hat, glaube ich, 7, 8 Euro oder so gekostet. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall war es nicht so günstig. Und das aus dem Thailaden ist zwar in so einem Plastikding, das hier ist aus Glas, hat aber dafür irgendwie 3,50 gekostet und... Why not, ne? Das hier muss man bestellen, das im Thailaden kann man direkt kaufen und im Endeffekt ist das gleiche drin. Auf jeden Fall habe ich mir das im Thailaden schon nachgekauft und wenn man irgendwas zu Hause haben sollte, was Kosmetik betrifft, dann ist es meiner Meinung nach wirklich Kokosöl. Falls ihr Interesse habt am Video, wie ich und wo ich überall Kokosöl benutze, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es ist total vielseitig. Dann habe ich noch meinen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Und zwar ist das der Maybelline Jade Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up. Und ich muss sagen, er ist sehr gut, aber ich möchte eigentlich ein anderes Produkt benutzen, weil ich weiß, dass die Tierversuche machen. Und falls ihr wirklich ein anderes Gutes wisst, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich bin da echt ein bisschen planlos. Ich habe einen von Balea ausprobiert, aber den fand ich nicht so gut. Und ja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie 20 Euro für einen Make-up-Entferner ausgeben. Also falls ihr wirklich was wisst aus der Drogerie, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal hier unten rein. Dann habe ich noch eine Haarkur aufgebraucht. Oh, hier hängen überall Katzenhaare dran. Und zwar ist das die Balea Repair Pflege Expresskur, dieses hellbraune. Das gibt es auch noch in schwarz, benutze ich auch ganz gerne. Ja, das reicht bei mir immer so für 3 Haarwäschen ungefähr. Ich bin da immer ein bisschen sparsam und ist auch ohne Silikone und so. Und ja, habe ich mir jetzt allerdings nicht nachgekauft, weil ich gerade auch noch eine andere Spülung bzw. eine andere Haarkur benutze, die ich jetzt auch erstmal weiter testen werde und dazu wird auch noch ein Video online kommen. Dann habe ich ein paar Deos aufgebraucht. Es war so warm in letzter Zeit und ich mag das einfach, wenn man so einen frischen Kick hier unten hat.
Und wie ihr sehen könnt, ist das dreimal das gleiche. Ist auch mein absolutes Lieblingsdeo. Zweimal die kleine Größe für die Handtasche und einmal die große Größe. Und zwar ist das das CD-Deo mit Wasserlilie. Es hat auch keine Aluminiumsalze und damit bin ich wirklich zufrieden und es riecht auch sehr angenehm. Und ich habe keine Ahnung, wie oft ich dieses kleine schon nachgekauft habe. Auf jeden Fall habe ich noch einige zu Hause und das ist auch definitiv ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich noch was aufgebraucht. Kommt eher selten vor, dass ich bei dekorativer Kosmetik, also bei Schminke, irgendwas leer mache. Aber diesen Concealer benutze ich so oft und der ist jetzt auch endlich mal leer gegangen. Der hält ewig, das ist unglaublich. Und zwar ist es der Sephora Touch Lumiere Lisson Smoothing and Brightening Concealer in der Farbe 03 Clear Light. Und wer meine Make-up-Looks anguckt, weiß, dass ich den in so ziemlich jedem Look benutze, weil ich den absolut liebe und der super für meine helle Haut ist und so einen leichten Rosastich hat. Und das ist wirklich der Concealer, den ich für mich gefunden habe. Ja, auf jeden Fall, der ist schon nachgekauft, den kriegt man leider nicht in Deutschland. Immer wenn ich in Frankreich oder so bin, wo es halt ein Sephora gibt, dann nehme ich mir da immer gleich 2 oder 3 mit. Und deswegen habe ich auch noch ein paar zu Hause und es wird auch definitiv ein Concealer bleiben, der nachgekauft wird im Urlaub. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es war interessant für euch, was ich so leer gemacht habe und wie ich die Sachen so fand. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Abonnieren könnt ihr hier unten auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!